sind Neffels, haben wir einiges erlebt. Ja, die Lager waren natürlich legendär. Das war immer eine eingespielte Crew mit dem Thomas Müller und Richie Vero. Heute fast unvorstellbar. Am Anfang, als wir gekommen sind, haben wir als allererstes die Felder an den Boden angeklebt. Mit Kleppband. Mit gelbem Kleppband musste es zuerst einmal mit dem Felder ausgemessen werden und mit Kleppband am Boden angeklebt. Damit wir überhaupt die Felder hatten, zum Trainieren. Ja, wir haben natürlich auch ab und zu Seich gemacht. Einmal sind wir in Bühler in Kasten eingesperrt und nach einem halben Tag haben wir ihn wieder rausgelassen. Ja, da hat es einen Haufen gehabt, die nachts um 10 Uhr noch über den Haag hineingestiegen sind und baden sind. Aber ich war einfach nicht dabei, ich habe es noch gehört damit. So ein Dominik Keller und so ein Bieri und so. Einer wäre fast schon mal versoffen, wieder mit dem Pulli in Badi ist. Aber ich weiß nicht mehr, wer da war. Ich glaube, der Nigi. Einmal hat es Thomas bei den Meitl verwünscht, wir sind dann aber durch die Fenster rausgegumpelt, weil alles bodeneben war. Und er hat uns dann dort aber nicht verwünscht. Die erste Nacht war eigentlich immer ein riesiger Radau. Die Jungen, das ist klar, die sind in diesem Alter, sind von der Haie weg, da war der Ramba Zamba. Die Nacht war immer ein riesiger Lärm. Irgendwann ist er einmal aufgestanden und gesagt, jetzt machen wir ein Tonbändchen mit einem Tonbändchen, wo drauf geschwätzt wird, jetzt ist Ruhe, jetzt ist Ruhe, jetzt ist Ruhe. Aber er hat es dann nie gemacht, er ist jede Nacht wieder aufgestanden und so ist es immer durchgelaufen. Wir sind neben dem, dass wir mal noch sind, joggen und Badi hat es natürlich gehabt, ist das Highlight immer Disco von Chris mit Disco-Kugeln. Als ich als Junior gegangen bin, haben wir dort immer einen kleinen Kassettenrekorder, einen Plattenspieler dabei gehabt, Platten, Musik, eine Spiegelkugel, ein farbige Lampen und haben dort drinnen eigentlich Disco gemacht. Und dann hat man Musik laufen lassen, hat getanzt, hat später dann auch noch eine Hitparade eingebaut. Und ja, dann hat es natürlich auch noch Schätzchen und so gegeben. Sehr, sehr toll gewesen. Schöne Lager gewesen.